Hallo ihr Lieben, ich bin Anna. Und ich bin Christoph. Und wir sind eure UN-Klimareporterinnen. Und Reporter. Live aus Marrakesch. Wir sind heute bei der COP22 und haben schon den dritten Tag hinter uns. Und wir haben ziemlich viel erlebt heute. Wir waren bei einer Sitzung im österreichischen Delegationsbüro. Wir waren bei einer Plenarsitzung im Plenarsaal. Wir waren beim Österreich-Pavillon in der Green Zone. Und wir waren Mittagessen in der Blue Zone. Christoph. Christoph, du... Der Stirnband ist weg. Du hast das Stirnband verloren. Ja, gehen wir schnell suchen. Mal suchen. Ja, wir sind beim österreichischen Delegationsbüro, aber das ist zugesperrt, die sind alle in Verhandlungen. Wir werden schauen, dass wir es bei der nächsten Delegationssitzung erwischen und schauen jetzt weiter. Wo waren wir sonst noch? Weißt du das? Schauen wir mal. Jetzt haben wir im Plenum Marrakesch gesucht, wo auch die Eröffnung stattgefunden hat, aber dort waren wir im Stirnband auch nicht. Das Besondere am Plenarsaal Marrakesch ist, dass Österreich in der ersten Reihe fußfrei sitzt. Ist aber Zufall, weil die Länder nach dem Alphabet angeordnet sind. Ja, die NGOs und die Beobachter haben ihre Sitzplätze ganz hinten. Wir gehen jetzt weitersuchen. Hier waren wir Mittagessen. Da gibt es Gerichte aus aller Welt, von Sushi bis zu marokkanischen Spezialitäten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Allerdings zu ziemlich hohen Preisen. Für uns geht's weiter auf der Hauptallee des COP-Geländes. Wir staunen über die Lichtshow im Marokko-Pavillon. Aber woher kommt diese Musik? In der Green Zone wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen. So viele Messestände von Firmen, Staaten und Organisationen aus aller Welt, ihre Ideen und Konzepte vorstellen. Mir reicht's. Ich glaube, wir finden es nicht mehr. Aber wir stehen ganz zufällig vom Österreich-Pavillon und da gibt es einen köstlichen Kaffee und den holen wir uns jetzt als Belohnung für die Hits. Beim Österreich-Pavillon fasziniert uns das heimische Know-how. Smarte Lösungen der österreichischen Wirtschaft und der TU Wien weisen den Weg Richtung Zukunft. Ma, wir hätten gern zwei Kaffee, bitte. Ja, zwei Espresso oder mit Milch? Ja, Espresso ist super. Dieses Stirnbandel schaut genauso aus wie das, was ich die ganze Zeit schon suche. Stimmt eigentlich. Ja. Frag einmal, wo sie es her hat. Ja. Entschuldigen Sie, dieses Stirnbandel, woher haben Sie das? Das schaut genauso aus wie meins. Das Stirnband, das hat heute in der Früh da liegen lassen, da drüben am Tisch. Jetzt haben wir gedacht, ich heb's einmal auf, vielleicht kommen wir vorbei, ist das deins? Ja, das ist meins, super, wir haben es gefunden. Ja, die Geschichte hat doch ein Happy End, das Stirnband ist wieder aufgetaucht und wir gehen jetzt heim, wir haben es uns verdient. Bleibt dran, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Eure Klimareporterinnen und Reporter.